gut, wir sind ein Strickkreis und sind so und so auf die Gemeinde fixiert praktisch. Also ich bin ganz stolz auf meine Mädels vom Handarbeitskreis, die wirklich diese Masken jetzt da schneidern. Also die sind wirklich toll und am Mittwoch haben wir sie verteilt gegen Spende und es kamen fast 700 € zusammen und es gab eine Schlange fast bis zur Pizzeria. Ich war als Bodyguard praktisch dann aufgepasst, dass alle den Sicherheitsabstand einhalten, hat aber gut geklappt und die Spende kommt jetzt dem Förderverein der Katharina von Bora-Kirche zugute. 14 Damen, die stricken. Und davon sind 4, die zum Nähen sofort bereit waren. Und ab Dienstag sind wir 8 Frauen. Sämtliche Tiere, Geschenke, sagen wir mal so, ausgefallene Geschenke, was nicht jeder hat. In der Hauptsache sind es Tiere. Aus der Zeitung. Und dann habe ich sofort mein Büro anrufen lassen, ob hier noch weitere Masken zu haben sind, denn wir brauchen Schutzmasken, das wird kommen, immer mehr. Und außerdem unterstützen wir da einen sehr guten Zweck zum Erhalt der Katharina von Bora-Kirche. Da müssen ja natürlich Schulden noch abbezahlt werden vom Bau. Die ist zwar schön, aber wir benutzen sie und doch muss sie noch finanziert werden. Und die Martin-Luther-Kirche, die braucht auch Unterstützung für ein Projekt, für das sonst niemand Geld gibt. Und das ist die Kanalsanierung. Aber jetzt durch die Schutzmasken kommt Geld rein und das freut mich und das unterstütze ich und rufe auf, ob es nicht noch mehr Menschen gibt, die da mithelfen bei diesem Strickkreis und nähen, Schutzmasken nähen. Es werden Näherinnen gesucht und auch Stoffe, gute Stoffe, die man für die Masken verwenden kann. Zum einen habe ich 20 Stück genommen für mein Team, dass jeder aus dem Team 2 Stück wenigstens hat. Und zum anderen 20 Stück für meine eigene Familie, für meine Kinder. Ich werde denen ein Päckchen packen und es schicken.